So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mittwochnacht, wie immer, eine freie und offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht, das ist der Berthold, und Berthold ist 52 Jahre alt. Hallo Berthold. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema sind Zwangsstörungen, die mich schon seit meiner Kindheit begleiten und wodurch ich auch meine gesamte Existenz vor Jahren schon verloren habe. Ja, was sind das für Zwangsstörungen? Das bezieht sich bei mir auf Waschzwang, ganz stark Waschzwang, stets für alles Mögliche muss ich mir die Hände waschen. Wie oft am Tag wäschst du dir die Hände? Ach, dann komme ich ganz schnell an die 100 Mal. An die 100 Mal? Ja. Und wonach? Was musst du gemacht haben, damit du dir unbedingt die Hände dann wäschst? Das ist ganz umfangreich. Das kann eine Fotokopie sein, ein Brief, den ich öffne, alles Mögliche. Ja. Das können Türklinken sein, die von anderen angefasst wurden, die ich auch anfassen muss. Also. Wenn man über 100 Mal... Über den ganzen gesamten Tag, alles Mögliche, was ich als verschmutzt betrachte. Eine Getränkeflasche, was ich so einkaufen muss und so. Ja. Also besonders schlimm ist es wahrscheinlich, wenn du irgendwie draußen warst und dann zurück in die Wohnung kommst. Ja, dann müssen die Hände besonders gewaschen werden. Wenn man die Hände über 100 Mal oder vielleicht 150 Mal am Tag wäscht, dann stelle ich mir vor, sind die Hände ganz rau oder vielleicht spröde oder vielleicht schon entzündet. Wie wenn man nicht aufpasst, ja. Ich habe jetzt seit 4 Monaten schon eine Entzündung am Unterarm und bekomme das gar nicht weg. Das glaube ich. Und da ist dann ganz schnell auch ein Ekzem, was da entsteht. Ja. Ja. Seit wie vielen Jahren wäschst du dir so intensiv nur die Hände? Ich war eigentlich sehr stabil. Alles hat begonnen in der Kindheit schon. Ja. Ich erinnere mich, mit 14 hat alles so angefangen. Liegt aber wahrscheinlich noch weiter zurück. Aber ich war sehr stabil, dass ich mich selber seit 96 eingebracht habe für andere Zwangserkrankte, telefonische Beratung, Öffentlichkeitsarbeit etc. Seit wann ist es denn richtig schlimm wieder geworden? Ja, seit den letzten 2, 3 Jahren, möchte ich mal sagen. 2, 3 Jahre. Ich bin jetzt schon seit 5 Monaten tatsächlich nicht mehr aus meiner Wohnung gegangen. Weil? Weil ich im Treppenhaus einfach Schmutz vermute. Ach so, das bezieht sich auf diese wahnsinnige Angst vor Schmutz. Ja, je nachdem, wer die anderen Wohnungen bewohnt, wie die sich verhalten, ja, was ich da alles so erlebt habe, das macht mir dann Angst, dass ich mich einfach zurückhalte. Du hast gerade am Anfang gesprochen von Zwangshandlungen und hast mir zuerst das jetzt mit dem Händewaschen erzählt. Gibt es noch andere Zwänge, unter denen du leidest? Kontrollzwang, Ordnungszwang, alles muss also, hat das einen bestimmten Platz in der Wohnung. Also deine Wohnung ist absolut klar aufgeräumt. Ja, im Moment schaffe ich es einfach nicht, weil ich ziemlich erschöpft bin und schaffe meine gesamte Arbeit nicht mehr. Was wäre? Im Moment sieht es nicht ordentlich hier aus. Und das macht dir natürlich dann zu schaffen? Das macht mir sehr zu schaffen, dass ich der Arbeit nicht mehr nachkomme, ja. Was für Arbeit? Die Ordnung, die ich eigentlich brauche, nicht mehr herstellen kann. Ja. Ist das die Arbeit, von der du sprichst, die Ordnung wiederherzustellen? Oder was meinst du mit Arbeit? Ja, genau. Das ist das. Mhm. Das heißt, was machst du den ganzen Tag? Du bist zu Hause, davon gehe ich aus. Du hast es gerade ja auch gesagt. Was machst du den ganzen Tag? Im Moment bin ich wirklich fast rund um die Uhr mit den Zwangsritualen beschäftigt. Die Gedanken bewegen sich nur noch Richtung Zwang. Ja. Wenn man die Wohnung nicht mehr verlässt, wird man ja gar nicht mehr abgelenkt. Ja. Was, man was hat sind ja das? Nichts anderes zu tun. Sag mir noch ein paar Beispiele für diese Zwangsrituale neben dem Händewaschen. Ja, wenn meine Haushaltshilfe, ich habe eine Haushaltshilfe hier gewesen ist, oder meine Eltern kommen rein, dann fange ich auch wieder an, die Türen abwaschen und. Ach so, das heißt, du putzt auch sehr viel in der Wohnung. Manchmal wird sogar der Couch richtig nass abgeledert. Ja. Alles Mögliche. Ein Großteil des Tages geht darauf, dass du in der Wohnung putzt und putzt und putzt und putzt. Wenn ich in der Küche Frühstück bereitet habe, dann wird da wieder gründlich alles sauber gemacht.
Ja, bezieht sich das auf deinen Körper auch, dass du ganz viel duschen musst? Nee, das eigentlich das nur nicht. Einmal, das reicht. Das reicht dann? Ja. Mhm. Du bist, das höre ich jetzt so raus, du lebst alleine? Ja, ja. Bist alleinstehend? Warst du das immer schon oder hattest du auch mal, was du mal verheiratet? Ich hatte eigentlich eine gute Arbeit, die mir Freude gemacht hat. Ich war verheiratet, hatte ein eigenes Haus, ja. Hatte mir einfach ein schönes Leben aufgebaut. Und das ist aber alles jetzt quasi kaputt? Bis das meine Ärztin, der ich damals wirklich vertraut hatte, mich eingewiesen hatte in die Landesklinik hier vor Ort. Mhm. Und das hat den Zwang so richtig dann ausgelöst. Und das war 1990. Ach so. Seitdem bin ich gar nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Ach so. Hat sie dich eingewiesen wegen dieser Zwangsgeschichten? Das ging alles nach PsychKG, so nennt sich dieses Gesetz. Selbstmordabsichten wären angeblich da gewesen. Waren aber gar nicht. Nee, nee. Mhm. Aber warum hatte sie dich eingewiesen? Ja, ich habe einfach da eine schwere Zeit erlebt. Arbeit ging verloren, ach so, und Scheidung. Und dann hatte ich mit dem Haus natürlich stark zu kämpfen. Also ein seelisches Tief. Wollte. Seelisches Tief. Ja. Große Problemzeit. Ich habe einfach meine Ärztin, der ich ja wirklich vertraut habe, ja. Angerufen. Ja. Ob sie mir nicht irgendwie was Stärkeres verschreiben kann. Mhm. Da kam sie raus mit Polizei, Krankenwagen, Ordnungsamt, alles war schon dabei. Ach. Und da wurde ich abgeführt wie ein Schwerverbrecher in Handschellen. Das ist ja unfassbar. Und dann bist du in die Klinik gekommen. Wie lange warst du in dieser Klinik? Es waren nur 14 Tage, aber die haben gereicht. Und du würdest heute wirklich sagen, dass diese 14 Tage in der Klinik, diese Zwangserkrankung, so muss man das ja nennen, zumindest ausgelöst haben. Ja, ja. Seitdem geht es dir richtig. Ja, ausgelöst kann man nicht sagen. Also die Krankheit war ja schon da. Verstärkt, genau. Aber verstärkt die haben. Wurde dadurch natürlich extrem. Mhm. Das war stark gemacht. Das war 1990 und seitdem schlägst du dich mehr oder weniger damit herum und seit, wie du es gerade gesagt hast, seit den letzten 2-3 Jahren extrem sogar. Ja, ja. Mhm. Du, seit wann arbeitest du nicht mehr? Seit 1982. Oh. Mhm. Und wann hast du dich von deiner Frau getrennt? Das war 89. Ja. Und seitdem ist auch nichts mehr so an Beziehungen, näheren Kontakten gelaufen? Nee, bin da gar nicht weitergekommen. Das heißt, du lebst sehr zurückgezogen in und mit deiner Erkrankung? Ja, ja. Wie? Die Krankheit hat mich jetzt voll im Griff. Mhm. Vorher war das umgekehrt. Mhm. Was macht das mit deiner Seele, mit deiner Psyche? Ja, das ist schwer zu ertragen. Ich bin im Moment sehr erschöpft, müsste einfach mal Urlaub machen, mal rauskommen, wieder unter Menschen, wirklich mal richtig entspannen, aber ich lebe ganz zurückgezogen, von Sozialhilfe abhängig und ja, da ist das Leben manchmal unerträglich. Ja. Als nahe Personen, Bezugspersonen, gibt es noch die Eltern, hast du gerade gesagt? Die sind noch da, die sind noch da, die kümmern sich. Auch schon über 82 jetzt. Klar, in deinem Alter, ja. Und einen guten Freund oder so gibt es auch nicht mehr. Gar nicht. Nichts mehr. Hm. Jetzt würde man natürlich sofort sagen, Berthold, warum hast du nicht nochmal dich um eine gute ärztliche, psychologische Betreuung bemüht? Ja, das ist halt das Problem. Was damals passiert ist, das hat einfach das Vertrauen in mir zerstört. Verstehe. Ich würde andere Wege sofort einschlagen. Das kann ich verstehen. Wenn ich finanziell unterstützt würde von irgendeiner Behörde. Was wären das für andere Wege? Hypnosetherapie zum Beispiel. Darin sehe ich einen großen Sinn, dass viele Kranke damit weiterkommen könnten. Ja. Das wiederum scheitert aber daran, dass deine Krankenkasse das nicht zahlt. Das zahlt keine Krankenkasse. Mhm. Es sei denn, es wird von einem Schulmediziner angeboten, dann ist das aber wieder eine ganz andere Hypnose. Mhm. Nach Milton Erickson, da geht man wieder ganz anders vor, das ist das Falsche. Du hast dich damit beschäftigt, höre ich raus, und würdest das gerne für dich in Anspruch nehmen? Ja, ja. Ich kenne auch da einen guten Heilpraktiker, zu dem würde ich mich sofort anvertrauen. Mhm. Dann könnte man ja Berthold therapieren und darin sehe ich auch einen Sinn. Da würde man direkt an das Unterbewusstsein, an die Blockaden herangehen. Nun gibt es ja, Berthold, vielleicht auch noch andere Methoden, die auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Du hast eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Jeder von uns wird verstehen, dass du absolut abgeschreckt bist und skeptisch bist, wenn
so etwas durch eine psychiatrische Behandlung mit dir passiert ist. Dennoch sind jetzt so viele Jahre vergangen und du leidest so sehr unter dieser Erkrankung, dass ich an deiner Stelle wirklich fast jeden Strohhalm, wenn er seriös ist, greifen würde, um es auszuprobieren. Du bist ja ein erwachsener, sehr reflektierter Mann. Du kannst ja sofort nach ein paar Stunden sagen, nee, Freunde, ich mache es nicht mit, das möchte ich nicht, das ist nicht mein Ding. Ja, natürlich die Angst, dass ist, ich weiß. Schon wieder ist klar. Da aussetze und ist klar. Was passiert. Ne? Man braucht nur ein falsches Wort zu sagen, sich falsch auszudrücken und schon kann sowas wieder ganz schnell passieren. Ja. Man muss ja wirklich aufpassen, was man dann in der Therapie sagt und das stelle ich mir schwer vor. So. Und da möchte ich gerne, dass du jetzt eine Fachberatung bekommst von meiner Psychologin. Das würdest du doch telefonisch jetzt auf jeden Fall, dem würdest du einwilligen. Ja, sicher. Ja, nämlich, ich möchte gerne, dass sie dich aufklärt, dass sie oder sie dich auch warnt, dass sie dich einfach informiert, was du tun könntest, wo du Angst haben musst und wo du keine Angst haben musst. Wir sagen dir, das kannst du mir glauben, absolut hier die Wahrheit. Mhm. Wir sagen dir auch Sachen, wo du die Hände von lassen solltest. Mein Appell an dich ist nur, mach etwas, weil die Isolation, in der du lebst, macht alles schlimmer. Ja, die macht alles schlimmer und die nimmt dir irgendwann die Luft zum Atmen. Das wird ja immer enger und dichter für dich. Ich möchte gerne, dass was mache ich auch, wenn meine Eltern nicht mehr da sind? Es muss ja irgendwie wieder eine selbstständige Existenz auf die Beine gestellt werden. Ne? Das geht ja gar nicht. Genau, ganz genau. Also ich mache jetzt den Vorschlag, Herr Berthold, dass du bitte auflegst und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an und in Ruhe könnt ihr wirklich alles da mal durchgehen und besprechen. Eines kann ich vielleicht zum Abschluss noch kurz sagen. Mhm. Seit 96 berate ich am Telefon ja selber Zwangserkrankte und ich war immer in der Hoffnung, durch diese kleine ehrenamtliche Tätigkeit andere mit anderen Kranken eine neue Bekanntschaft, neue Freunde zu finden. Ja. Das alles hat nie funktioniert. Ja. So stelle ich mir auch vor, es könnte für viele gut sein, wenn man so eine Art private Betreuung auf die Beine stellt. Ja, alles interessante Ansätze. Könnte ihr gleich mal weiter besprechen. Vielleicht könnten wir sogar in einem anderen Rahmen nochmal miteinander telefonieren und das nochmal aufgreifen. Ja, lieber Berthold, dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich an. Alles klar. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Gut, ja, danke. Auf Wiederhören. Schön. Ja, tschüss. Meine Lieben, 0800 220 50 50, kostenfreie Nummer, wenn ihr gerne anrufen wollt, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Angelika, Angelika ist 47, guten Morgen. Hallo. Hallo, Angelika, um was geht's bei dir? Ach, bisschen schwer das Thema, und zwar habe ich habe jetzt einen Bekannten, dem habe ich mich anvertraut. Habe ihm Dinge gesagt, die eigentlich ich niemandem gesagt habe. Und jetzt versucht er mich unter Druck zu setzen, indem ich da halt eben bei der Polizei gehe, Strafanzeige stelle. Moment, was hast du ihm anvertraut? Und zwar habe ich jemanden kennengelernt, auch vor 3 Jahren. Ja. Es hat auch am Anfang gut funktioniert. Es war halt mehr eine sexuelle Beziehung. Mhm. Und dann hat er halt eben sein wahres Gesicht gezeigt und er halt eben mir, also gesagt hat, dass er Gewaltsex mag und ich ihm dann damals gesagt habe, das mag ich nicht, das will ich nicht. Mhm. Ja, und dann hat er sich aber nicht dran gestört und hat mich oft versucht, hat dann angerufen, ich war kommen, dann habe ich abgesagt und dann hat er dann war er einfach vor der Tür, hat mich abgefangen und ich bin dann mit ihm mitgefahren. Also hast dich dann auf diesen Gewaltsex eingelassen? Nicht freiwillig, ich habe gar keine Möglichkeit gehabt, ich habe nachher so eine Angst vor ihm gekriegt. Ja, wie lange? Wenn ich abgesagt habe, da habe ich das nächste Mal zu spüren gekriegt, da hat er mich dermaßen dann halt eben geschlagen. Was heißt genau Gewaltsex? Er hat dich geschlagen, hat er dich vergewaltigt? Zigaretten ausgedrückt, geschlagen und... Was noch? Da sollte ich sparen gehen, hat mich den Kopf unter Wasser gedrückt. Hm. Und hat dich dann auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Obwohl er am Anfang an nicht alles okay war. Ich hab nicht erkennen können, was wirklich hinter ihm steckt. Mhm. Und ich habe mir schon auch mal versucht, vernünftig mit ihm zu sprechen. Habe gesagt, warum er Frauen so fertig machen muss, damit er Lust bekommt. Mhm. Da kriegst du keine Antwort. Er hat Zigaretten auf deine Haut ausgedrückt, sagst du. Hat er dich auch irgendwie sonst verletzt? Dir irgendwas gebrochen oder dich? Ich habe mir den Hals zugehalten, bis ich bewusstlos wurde.
das konnte man auch sehen, ich musste einen Rollkragenpullover tragen, damit man das überhaupt, damit niemand anderen das merkt. Der hat dir den Hals so gewirkt, ja, dass du bewusstlos wurdest? Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich hab echt gedacht, das kann nicht wahr sein, dass es solche Männer gibt, die da drauf stehen. Was hat er noch gemacht? Ja, mich, also das öfter ab, also es war immer eigentlich die gleiche Schiene, immer dasselbe, also immer so gewalttätig zu werden, dass er Lust kriegt. Mhm. Wie lange lief das denn? Also ein ganzes Jahr. Ja. So, aber jetzt zurückzukommen auf deinen Anfang. Jetzt hast du jemanden kennengelernt, dem hast du das anvertraut. Ja. So wie du mir das jetzt erzählt hast. Und das Problem ist, also ich habe ihm anvertraut, dass derjenige selber, das habe ich rausgekriegt durch Zufall, dass er bei der Polizei ist. Der damalige gewalttätige Freund. Mhm. Der ist bei der Kripo, ja. Und das habe ich dann nur durch Zufall halt eben rausgekriegt. Das hat er mir nie gesagt. Ja. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und er selber, hier mein neuer Bekannter, ist zwar kein Polizist, in dem Sinne, er arbeitet bei der Bereitschaftspolizei. Ja. Also im Rechnungswesen oder so. Ja. Und habe ich ihm das halt eben als anvertraut. Jetzt möchte er unbedingt Rache üben oder einen Rachefeldzug gegen den, er will ihn da fertig machen. Ich möchte das überhaupt gar nicht mehr. Weiß er denn, mittlerweile kennt er die Identität, weiß er genau? Nein, das nicht. Ich habe ihm nichts, er ist auch sauer darüber, weil ich ihm keine Telefonnummer gebe. Aber dein neuer Freund, dem hast du das anvertraut, was ja auch ein Vertrauensbeweis ist. Ja. Und er setzt dich jetzt unter Druck quasi, dass du noch mehr Informationen rausrücken sollst, weil er sich wiederum für dich rächen will. Ja, ich will das gar nicht. Obwohl du es gar nicht möchtest. Hm. Was sagt er denn dann dazu, wenn du sagst, ich möchte das nicht? Ich habe heute Abend noch mal mit ihm gesprochen, da hat er mich fertig gemacht, er wird alles dran setzen, für rauszukriegen, wer er ist. Und was heißt denn alles dran setzen? Ja, wird alles versuchen rauszubekommen, welchem Dezernat er arbeitet und wer er ist. Und dann wird er halt eben, auch wenn ich das nicht wollte, einfach da halt eben handeln. Mhm. Vor was hast du so Angst, wenn und dass das rauskommt? Erstens mal vor ihm. Selbst wenn es so weit käme, es käme zum angenommen zum Verfahren. Mhm. Ihr macht sich du machst dir gar keine Gedanken drum, was ist, wenn er wirklich verurteilt würde werden. Jetzt kann ich das ja nur vermuten. Mhm. Da macht sich keiner Gedanken drum, was ist, wenn er rauskommt. Mhm. Ich bin wirklich entsetzt über das Verhalten deines jetzigen Bekannten. Mhm. Ich kann ja verstehen, dass der empört ist. Ich bin's auch, was du gerade erzählt hast. Ja, ich weiß das ja selber, aber das ist doch meine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Freiwilligkeit zu sagen, ja, okay, du kannst das tun. Ja. Dann ist das in Ordnung. Definitiv, es ist deine Entscheidung. Und nur du musst das entscheiden, ob du das möchtest, dass der Mann angezeigt wird oder ob er nicht angezeigt wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ich mich frage. Wie lange kennst du den jetzigen? 8 Monate. 8 Monate. Ist es eigentlich sonst eine ganz gute Beziehung? Nein, er ist verheiratet. Ach, das auch noch? Ja. Und seine Frau halt eben mit mir und was hält dich an diesem Mann überhaupt noch dran? Eigentlich nichts. Eigentlich, also sagen wir mal, von meiner Seite aus sehr wenig. Und dann trenn dich doch von dem. Angeblich sehr viel. Dann trenn dich doch von dem. Ja, ich habe ihm ja gesagt, für mich ist jetzt die Sache beendet und dadurch, ich habe aber jetzt Angst, dass das trotzdem alles durchzieht. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, ich tippe mal jetzt so ins Dunkle hinein, dass wenn ihr wirklich voneinander getrennt seid, dass der dann davon auch ablässt, weil er das Interesse gar nicht mehr hat. Das Schlimme ist ja, wie soll ich das erklären, angeblich liebt er mich so, also ich habe schon extreme Situationen mit ihm durchgemacht, also ist jetzt nichts Schlimmes gewesen, aber so, ich habe schon öfters versucht zu sagen, hier, das hat keinen Zweck, ich will das, du bist verheiratet, ich möchte doch nicht deine Ehe kaputt machen, gar nichts, aber fast, das meiste, was in unserer Beziehung ist, kommt fast nur von ihm. Mhm. Er hat mich so, ich habe das schon mal vor 3 Monaten gesagt, nee, das ist vorbei, ich möchte das nicht mehr, da hat er mich beobachtet, wo ich hingehe, was ich tue, was ich mache, also es ist nicht einfach die Beziehung, ist eigentlich, für mich ist das keine Beziehung. Für dich ist es keine Beziehung, für dich ist es eigentlich nur Druck und Angst und, und Nerverei und eine große Belastung. Ja. Mhm. Er hat mir zwar sehr geholfen, weil ich ihm viele Dinge halt eben auch gesagt habe, was mit meinem fast verstorbenen Mann halt eben war und dass der auch schlimm war. Und da habe ich gedacht, ich habe da wirklich eine Vertrauensversuch, in dem ich. Und also es kommt sowas bei raus. Auch im Klartext, da ist kein Liebesgefühl mehr da. Nein. Nichts mehr. Also, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, von Anfang an eigentlich nicht. Ja. Weil ich wusste, er hat mich ja belogen, er war angeblich ledig und dann hat er mir gesagt, verheiratet, ich möchte eigentlich gar nichts.
Also muss alles letztendlich darum gehen, wie du und wie du am allerbesten von dem Typ loskommst. Das ist das Allerwichtigste. In der Hoffnung, dass sich das Ganze, das andere dann auch erledigt. Aber du bist sehr hilflos und weißt gar nicht, wie du es angehen sollst. Ich habe Angst, ich bin sowieso psychisch gekrankt, im Moment stabil und durch den Tod von meinem Mann und durch die schlimmen anderthalb Jahre mit ihm halt eben auch. Ja. Angelika, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Wir werden im Hintergrund überlegen, ob wir dir irgendwie was raten können, dass du jemand zur Seite kriegst, der dir zumindest für eine gewisse Zeit etwas Unterstützung gibt. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das wichtig wäre in deinem Fall. Ja. Ich verspreche dir, wir machen das im Rahmen dessen, was wir tun können, werden wir dir helfen. Mhm. Und das Ziel muss sein, da musst du natürlich auch was dazu tun, dass du wirklich gänzlich von dem Mann wegkommst. Mhm. Wir werden uns gleich wieder bei dir melden, Angelika. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen haben wir Themennacht und morgen heißt unser Thema Töten. Ich möchte mit Menschen sprechen, die schon in ihrem Leben getötet haben. Ich möchte mit Menschen sprechen, die vielleicht den geheimen Wunsch in sich tragen, zu töten. Auch gerne mit Leuten, die den Wunsch haben, sich selbst zu töten. Vielleicht aufgrund einer sehr schweren Erkrankung. Und ich möchte auch sehr gerne mit Menschen sprechen, die fast schon einmal getötet wurden, vielleicht beim Verbrechen. Das ist das Thema morgen Töten. Wenn ihr gerne auch mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt rund um die Uhr, domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Oder halt auch dann während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. So, jetzt aber weiter mit unserer heutigen freien Themennacht und Johanna. Und Johanna ist 30 Jahre alt. Hallo Johanna. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Johanna? Ich werde in 2 Wochen circa das erste Mal auf meine Mutter treffen. In 2 Wochen zum ersten Mal in deinem Leben? Das erste Mal in meinem Leben. So, dass ich mich dran erinnern kann. Also meine Mutter hat mich verstoßen, bevor ich auf die Welt kam und hat sich nie bei mir gemeldet. Und jetzt ist aber wieder ein Kontakt zustande gekommen. Ich werde, also sie weiß davon noch nichts, ich werde sie aufsuchen. Also ich werde. Ach so, die weiß davon auch gar nichts. Zu ihr fahren, genau, ich werde zu ihr fahren, ich werde klingeln und werde ihr in die Augen gucken. Das heißt, du hast heimlich recherchiert, wo sie wohnt und wie du sie finden kannst? Ja, das habe ich. Wie hast du das gemacht? Einmal über meine Eltern. Über die Pflegeeltern? Nee, über meinen Vater. Mein Vater hatte das alleinige Sorgerecht für mich. Ja. Und hat auch wieder geheiratet. Mhm. Was dann auch eigentlich meine Mutter ist. Weil sie hat mich ja großgezogen. Mhm. In dem Sinne dann. Sie wissen davon, dass ich das tue. Und also über die hast du das rausbekommen? Ja, also ich weiß, wie sie heißt. Und Wohnt sie denn bei dir in der Gegend? Nein, ich bin weggezogen vor fast 6 Jahren. Ja. Bin ich fast 500 Kilometer weit weggezogen. Ach so. Und das heißt, du wirst jetzt in 2 Wochen eine weite Reise machen und vor der Tür dieser Frau stehen? Genau, ich werde meine Heimat fahren und werde sie aufsuchen. Warum machst du das mit einem solchen Überraschungsakt? Warum rufst du die nicht vorher an oder schreibst ihr? Ich will sie schocken. Warum willst du sie schocken? Weiß ich nicht, vielleicht ist es eine Art Wutabbau oder Frustabbau oder einfach nur ihr in die Augen zu gucken. Sie hat sich jahrelang bei mir nicht gemeldet. Mhm. Sie hat nie Interesse mir gegenüber gezeigt. Und ich möchte einfach sehen, wie sie reagiert, wenn sie das erste Mal erfährt, dass es mich noch gibt. Warum hat deine Mutter dich damals weggegeben? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hat dein Vater dir auch nicht gesagt? Sie haben sich scheiden lassen, da war ich ein halbes Jahr alt. Meine biologische Mutter hat mich in der Wochenkrippe angemeldet, da war ich, war sie mit mir im 7. Monat schwanger. Mhm. Das heißt, ich war von montags morgens bis Freitagnachmittag in einer Kindereinrichtung. Mhm. Und mein Vater hat das erfahren und er konnte das nicht mehr rückgängig machen, weil ich komme eigentlich aus der Zone sozusagen. Mhm. Und als er das erfahren hatte, war es zu spät, man konnte das nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, ich bin die ersten 3 Jahre meines Lebens praktisch in der Wochenkrippe groß geworden. Wochenkrippe, heißt das, dass man da auch dann schläft, oder? Ja, man ist die ganze Woche dort. Man ist immer. Nur am Sonntag zu Hause?
Man wird Freitagnachmittag abgeholt und so. Montagmorgens wieder hingebracht. Und das heißt, die Wochenenden warst du dann bei deinem Vater? Ja, und bei meiner Oma praktisch. Bei der Oma. Was erzählt denn dein Vater über deine Mutter? Das war ja nun mal seine Frau. Also er spricht nicht gut über sie. Kann ich auch verstehen. Also ich habe mal durch so einen Zufall das Scheidungsurteil gelesen, da war ich 10 Jahre alt. Und was da drin stand, hat mich damals immer noch abgeschreckt, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Was war denn das Schlimmste, was da drin stand? Das Schlimmste war eigentlich, dass sie in den 8 Wochen, bevor ich, also als ich wo ich auf die Welt kam, bis in zu 8 Wochen, wo ich noch nicht in der Einrichtung war, hat sie, anstatt mich zu füttern und zu wickeln und was man halt alles mit dem Baby macht, hat sie mich in fremde Gärten gestellt, hat keine Windeln gekauft, hat keine Babynahrung gekauft, hat mich nicht gestillt. Sie ist abends in eine Kneipe gegangen, hat da gefeiert und gesoffen und das hatte ich nicht getan. Und wenn mein Vater nachts von der Arbeit kam, ist er halt durch meine Heimatstadt gelaufen und hat geguckt, wo der Kinderwagen ist. Also die hat sich einen Scheißdreck um dich gekümmert. Richtig. Und gestern habe ich erfahren, dass sie selber bei ihrer Oma groß geworden ist und dass sie eigentlich Kindererzieherin ist von Beruf. Na super, das passt ja. Ja, und... Sag mal nochmal eine Frage zu deinem Vater. Wie lange war dein Vater mit deiner biologischen Mutter zusammen? Weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ein halbes Jahr verheiratet waren. Also ich merke schon, der hat ja nicht viele Informationen an die Hand gegeben. Nein, ich glaube auch, dass er selber sehr verletzt darüber ist, was da gelaufen ist. Eigentlich könnte er ja schon eine ganze Menge irgendwie erzählen, aber das ist bisher nicht passiert. Du bist auf jeden Fall sehr wütend und hast einen Hals und Hass auf diese Frau. Ja, es ist... Weil sie dich damals so behandelt hat und dein ganzes Leben sich dann nie bei dir gemeldet hat. Immerhin bist du ihre Tochter. Ja, also das würde mich vielleicht noch nicht mal so stören, aber das Problem ist, ich meine, ich habe eine gute Mutter bekommen und sie hat auch alles in dem Sinne für mich getan, soweit es in ihrer Macht stand. Das Problem ist halt, dadurch, dass ich erst so spät eine Mutter gekriegt habe, da war ich 3 oder so, diese richtige Mutterliebe habe ich nie kennengelernt und als ich dann akzeptiert habe, dass ich jetzt eine Mutter habe, musste ich mir wieder teilen mit meiner Schwester. Und ich meine, es ist ja Eigenfleisch und Blut. Ich sage da nicht mal gegen, dass sie was, auch so empfinden. Was macht denn den Hauptzorn aus, den du auf deine leibliche Mutter hast? Dass sie dich alleine gelassen hat? Ja. Dass ich nie diese wahre Mutterliebe gekriegt habe. Also diese Aktion in 2 Wochen... ist also andere als ein ich will sie mal kennenlernen, sondern ist eine quasi eine Racheaktion, ne? Ja. Du willst ihr immer richtig einen von Bug schießen. Ja. Hoffentlich geht's nicht nach hinten los. Nicht, dass irgendwas Komisches passiert, dass du dann noch verletzter bist als vorher schon. Hast du dir das mal überlegt? Noch verletzter geht's nicht. Verletzter geht's nicht. Was willst du, wenn sie vor der Tür steht, wenn sie die Tür aufmacht, was hast du vor ihr zu sagen? Fragen, ob sie weiß, wer ich bin. Dann wird sie vielleicht sagen, nein. Und was sagst du dann? Ich bin deine Tochter. Nee, das sage ich nicht. Also ich empfinde mich nicht als ihre Tochter. Ja, was sagst du, wenn sie dich nicht erkennt, wenn sie nicht weiß? Ja, ich sage ihr, wie ich heiße. Und dann, ich meine, sie muss ja wissen, wie sie mich genannt hat. Und dann, wie stellst du dieses Treffen weiter vor? Ich weiß nicht, was kommt. Also je näher dieser Tag jetzt rutscht, wo ich hinfahren werde, umso schlechter geht es mir eigentlich. Also ich bin nämlich auch ganz unsicher, ob das eine gute Aktion ist, die du da machst. Ob du dir nicht letztendlich, es geht jetzt im Moment nur um dich, ob du dir da nicht mehr schadest, und als dass du dir nutzt. Du müsstest eigentlich alles genau durchspielen, wie du dich verhältst, je nachdem, wie sie sich wiederum verhält. Eigentlich möchte ich das gerne auf mich zukommen lassen. Ich erwarte auch nichts von ihr. Ich erwarte nicht von ihr, dass sie irgendwas sagt oder irgendwas tut oder irgendwas macht. Das Einzige, was ich von mir verspreche, ist, dass ich in mir den Frieden finde. Sie muss noch nicht mal was sagen. Mir würde reichen, um zu sehen, wie sie sich bewegt oder Körpersprache. Ich glaube, ich habe ja so eine These. Ich glaube, dass durch eine Racheaktion man keinen Frieden findet. Ich glaube, dass dann immer wieder was Neues kommt und das schaukelt sich hoch und ich weiß nicht, ob das richtig ist, Johanna, was du da machst. Ich weiß es nicht.
Ich kann das verstehen, dass du sauer, und ach, sauer ist ja viel zu harmlos ausgedrückt, dass du sehr, sehr verletzt bist. Aber ich habe Sorge um dich, dass du noch angeschlagener bist hinterher als vorher, je nachdem, wie die reagiert. Wirst du denn wenigstens jemanden mitnehmen, der im Auto auf dich wartet? Nein. Ja, das ist auch nicht gut. Dann stehst du unter Umständen ganz alleine da und weißt gar nicht, was du machen sollst danach. Muss es denn, ginge ein Telefonat nicht auch? Nein. Du willst es knallhart machen? Ich will es so durchziehen, ja. Ich habe mir das überlegt, ob ich schon anrufen soll oder nicht. Aber ich will, wenn sie das, ich will dieser Moment, wenn ich erstmal Kontakt zu ihr habe, möchte ich ihr dabei in die Augen gucken. Ich möchte nicht nur ihre Stimme hören oder so. Ich will ihr dabei in die Augen gucken. Also du versprichst dir davon, wenn du diese Aktion machst, dass es dir danach besser geht? Ja, dass ich vielleicht eine Antwort darauf kriege. Weil wenn sie selber von ihrer Mutter verstoßen wurde... Was machst du? Wenn sie selber von ihrer Mutter verstoßen wurde, dann muss sie wissen, wie grausam das ist eigentlich. Und was machst du, wenn sie auf dich eingeht, wenn sie ganz betroffen ist, wenn sie weint, wenn sie sich entschuldigt? Was wirst du dann machen? Weiß ich nicht, aber ich werde sie wohl garantiert nicht in den Arm nehmen. Ich empfinde nichts ihr gegenüber. Es ist nicht so, dass ich jetzt mich nach ihr sehne oder sonst irgendwas. Wenn ich an sie denke, dann... Ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Ich kann mir nicht mal ein Bild vor Augen halten oder so. Wenn ich so an sie denke, ist es eigentlich nur so Verabscheuung. Ich merke schon, dass ich dich von dieser Aktion nicht abbringen kann. Ist tief in dir drin, ne, die Aktion. Aber ja, ich hab mir jahrelang gesagt, ich brauche keinen Kontakt zu ihr. Ich möchte sie nicht sehen, gar nichts. Seit einigen Wochen bin ich mir immer sicherer, dass ich das tun muss. Aber dir geht's immer schlechter, je näher der Tag kommt. Ja, also ich kann den Kopf nicht mehr abschalten. Johanna, wenn du es schon machst, besteht nicht die Möglichkeit, dass du dir jemanden mitnimmst? Der muss ja nicht dabei sein in dem Moment, der kann ja draußen irgendwo warten. Gibt es dafür, ja. Mach es bitte. Du wirst vielleicht so angeschlagen sein emotional, dass du da nicht dann 500 Kilometer von deinem Zuhause entfernt da in der Stadt rumirrst alleine. Nimm dann zumindest eine Vertrauensperson mit der du dann direkt danach sprechen kannst. Ja? Also meine Eltern haben mir angeboten, dass ich danach mit ihnen darüber reden kann. Oder so. Die wohnen ja da. Die wohnen dort. Ja, Johanna. Ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, aber wenn das jetzt so... Vielleicht ist es ja auch richtig. Vielleicht brauchst du jetzt auch diese Radikalkur, um etwas in Gleichklang mit dir zu kommen. Vielleicht ist es ja auch so. Dann wünsche ich dir nur, dass du gut aufgefangen wirst danach. Und dass es nicht gar so schlimm wird für dich. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich. Alles klar. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Und Maggie ist hier. Maggie ist 49. Hallo, Maggie. Hallo, Domian. Hallo, Maggie. Guten Morgen. Guten Morgen. Was geht's bei dir? Ja, es geht darum, mein Mann hat sich selbst getötet. Wann? Ja, jetzt ist es im September, werden es 3 Jahre. 3 Jahre? Mhm. War das damals für dich völlig überraschend? Ja, ich habe das schon dem anderen Herrn am Telefon gesagt. Es kam gar nicht... Ich frage mich heute, ich bin auf der Flucht, ich fühle mich so, als wenn ich auf der Flucht bin immer, ja. Ich bin aus dem Ort weggezogen und wo ich jetzt bin, fühle ich mich auch nicht wohl. Ich habe immer das Gefühl, ich muss weg. Ich muss weg, ne? Erzähl doch mal erstmal von damals. Ja, das war so. Wie hat er sich umgebracht? Er hat sich vor den Zug geworfen. Hast du ihn identifizieren müssen noch? Nein, das ging ja gar nicht mehr. Ich wusste ja gar nicht, was los war. Ich habe das schon erzählt, wir sind sonntags aufgestanden und dann ist er sehr spät und dann habe ich kein Frühstück mehr gemacht, wir haben gleich Mittagessen gemacht und dann haben wir gegessen und ich nehme die Teller und stelle ihn in die Spülmaschine und er war weg. Einfach so? Ja, er war weg und habe ich gedacht, er wäre mit den Hunden rausgegangen und die waren aber da und dann denke ich, was ist denn jetzt los, ne? Und dann fiel mir auf, dass er nach 2-3 Stunden, er ging sehr gerne spazieren, das wusste ich wohl, ne? Und dann fiel mir so 2-3 Stunden, fiel mir aber auf, der kam nicht wieder und dann
dann habe ich noch gewartet und dann wurde ich unruhig. Mhm. Und dann habe ich nachgedacht, denke ich, mein Gott, der war so still in der letzten Zeit. Und sonst hatten wir auch so mal Streitgespräche, so, dass wir so Diskussionen und die Debatten hatten. Mhm. Das war alles in letzter Zeit gar nicht mehr. Auch während des Essens war... Nicht, ganz ruhig. Ja, das fiel mir dann auch hinterher alles ein. Ne? Mhm. Bedrückend ruhig oder einfach angenehm ruhig? Bedrückend ruhig. Bedrückend ruhig, ja. Ja. Mhm. Und dann fiel mir das alles auf und so ging abends so um so 8 zu 10, zwischen 8 und 10 habe ich die Polizei angerufen. Mhm. Und ich muss das wohl so dringend gemacht haben, dass die auch kamen und sich ein Foto geholt haben. Ja. Von ihm, ich habe das dann beschrieben und sie haben sich dann ein Foto geholt und haben das an die Taxifahrer weitergegeben. Mhm. Ne? Er hatte auch keine Jacke mitgenommen, nichts. Ne? Mhm. War ja nicht mehr so warm, im September ist es schon nicht mehr so warm. Ja. Wann hat er das denn dann gemacht mit dem Zug? Ja, und dann ist der nachmittags weggefahren und dann hatte ich dann die Uhrzeit, das wussten wir ja alles nicht, wann der sich jetzt, das wussten wir ja noch gar nicht. Mhm. Ja, und dann hat die Polizei, aber am anderen Tag kam dann die Polizei, die Kriminalpolizei. Und dann sagte mir, dass dann in zwischen Hamm, Beckum und Hamm hat er sich dann vor dem Zug geschmissen. Am nächsten Tag? Nein, den Abend. An dem Abend noch? Ja. Und dann kriegte ich dann, das war Montag und Dienstag bekam ich dann Post. Da hat er zwei Briefe geschrieben, zwei Abschiedsbriefe hat er geschrieben. In einem Brief hat er mir dann geschrieben, was ich alles tun muss, hat er seine Personalnummer aufgeschrieben und alles drin, ne? Ach, das hat er in auf dem Bahnhof hat er das geschrieben. Ach so. Ja, und dann hat er den eingesteckt und hat dann auch seine Brille hat er abgenommen und hat die dann auf eine Bank gelegt und hat dann seinen Namen drauf geschrieben, wem die gehört und wen sie benachrichtigen sollten da drauf, ja. Mhm. Und daher wussten die ja, dass er das war. Und er hat einen Brief, du sagst, er hat ja zwei Briefe geschrieben. Ja, zwei. Also ein Brief, was alles zu regeln ist. Was alles zu regeln ist. Und gab es einen entschuldigt. Und der andere Brief, der war ganz kurz, der war mit roter Schrift, mit roter Tintenschrift geschrieben. Da stand dann drauf, mein lieber Schatz, bitte verzeih mir. Aber ich konnte nicht anders. Und dann stand, ich kann es fast auswählen, da stand dann noch, bitte verzeih mir. Ich konnte nicht anders. Wenn du willst, sehen wir uns irgendwann wieder. Aber warum konnte er nicht anders? Was hat ihn bedrückt? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nein, das weiß ich nicht. Und dann habe ich, ich kam da gar nicht mit klar, ja. Und dann kam noch alles so durcheinander. Dann habe ich dann, ich war fertig. Dann haben die einen Arzt angerufen und bekam ich dann so eine Beruhigungsspritze. Ja, und dann kam sein Bruder und die haben mich fertig gemacht. Ne? Also das war gar nicht normal. Die Eltern waren in Urlaub. Und die Geschwister und die haben mich fertig gemacht. Die haben dich fertig gemacht, weil sie dir eine Schuld gegeben haben? Ja, natürlich. Ich war die Schuldige. Ne? Das ist ja dann doppelt schlimm. Man ist ja schon in der Hölle überhaupt, wenn einem sowas passiert. Und wenn man dann noch eine Schuldzuweisung bekommt. Ja, ich kann nicht mehr klar, ne? Sag mal, nochmal, ich finde solche Geschichten immer ganz schockierend, wenn sich ein Partner, ich sage es jetzt mal salopp, so vom Acker macht. Ja, das ist gemein. Das ist so gemein. Er, ja. Vor allen Dingen, wenn du, wie lange wart ihr verheiratet? 17 Jahre. 17 Jahre. Und du hast keinen blassen Schimmer, was diesen Mann umgetrieben hat? Nein. Bis heute nicht? Nein, bis heute nicht. Domian, aber weißt du was? Ich habe eins gelernt. Ich frage nicht mehr nach dem Warum. Dafür habe ich noch viel zu viel Wut in mir. Denn was der, denn die Leute, die sich umbringen, die wissen gar nicht, was sie den Angehörigen damit antun. Das ist das. Weißt du, was er dir, habt ihr Kinder auch? Ja, zwei. Was er dir und den Kindern angetan hat? Ja. Und was er dem Zugführer angetan hat? Das auch, mit dem habe ich gesprochen. Ja. Mit dem hast du gesprochen? Da bin ich hingegangen, ja, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, ich habe in dem Moment mich ausgeschaltet, ja. Ich bin dann nach Beckum, die haben dann ja so ein, Entschuldigung, ich bin ganz nervös. Macht nichts. Die haben dann einen in Beckum, der den abgeholt hat. Bestatter? Genau. Ja. Ich musste einen Sarg aussuchen. Das habe ich alles gemacht. Ich weiß gar nicht, was da für ein Sarg überhaupt ist. Ich weiß es gar nicht. Ja, man macht das dann wie in Trance irgendwie. Ja, wie in Trance Ja, und dann habe ich gefragt, habe ich nach dem Lokführer gefragt und dann hat er mir das gesagt und dann hat er nur gesagt, er hat einen Schatten gesehen. Ja, da war es auch schon vorbei. Achso, der Zugführer hat noch in die Augen von deinem Mann gucken können. Ja. Der stand also gerade auf der Schiene. Ja. Der hat sich nicht hingelegt vorher. Nein, gerade. Er stand gerade davor. Gerade vor dem ICE hat er sich geworfen. Ja, und dann war, was wir jetzt beerdigt haben, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht mehr. Denn er hatte da was stehen und dann sage ich, ich möchte das sehen. Nein, sagt er, das kann ich Ihnen nicht zeigen.
Aber was jetzt im Sarg wirklich drin ist, das weiß ich nicht. Ja. Es ist ja letztendlich auch egal. Ja. Aber das, jetzt nochmal auf den einen Satz zurückzukommen. Du fühlst dich immer auf der Flucht. Ja, ich fühle mich auf der Flucht, weil wenn Leute, in meinem Ort, wo ich gewohnt habe, da kannte man mich ja nun auch. Mhm. Und ich bin auch Drogenberaterin. Mhm. Und das ist ja so, dass dann jeder erfährt das dann. Ja. Und dann kam das dann auch abends in den Nachrichten. Ist dann auch gekommen, aber da wusste doch keiner, dass das mein Mann war. Ja, und dann stand es auch in den Zeitungen und sowas alles. Ja, und dann stand auch der Nachruf in den Zeitungen und dann kamen sie alle, ja, mir ist das passiert und dies. Aber konkret, vor was bist du auf der Flucht? Oder hast du das Gefühl, auf der Flucht zu sein? Ich habe das Gefühl, ich muss immer weglaufen, wenn mich einer bloß nach meinem Mann fragt, wieso ich mit mir bin. Und wieso er, ich sage ja nicht, dass er jetzt, ich zum Beispiel, habe ich ja dann nicht mehr gesagt, hier sage ich ja, wo ich jetzt wohne, sage ich ja nicht mehr, dass mein Mann sich umgebracht hat, aber der ist verunglückt. Mhm. Aber da kann ich auch nicht mitleben. Mhm. Ja, und dann habe ich eine Therapie gemacht. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Mhm. Ich hätte das gar nicht geschafft. Aber das wiederum hat die Therapie nicht bewirkt, dass du dieses Fluchtgefühl loskriegst. Nein, ist erst dann gekommen, danach ist das gekommen, da habe ich seinen Bruder getroffen. Und da habe ich mit dem geredet und dann sagt er zu mir, du wirst von mir keine Hilfe bekommen. Ich sage, ich will keine Hilfe. Das heißt, die Verwandten machen immer noch vor. Ja, du wirst von mir keine Hilfe, denn du bist die Mörderin meines Bruders. Und das hat mich wieder total aus der Bahn geworfen. Maggie, warum glauben die das? Warum? Ja, die glauben, bei denen habe ich das Gefühl, ist das so, alle Schwiegertöchter von denen, ja? Mhm. Oder Söhne, die sind schlecht. Achso, es gibt keine klaren Anlasspunkte, nein. Die urteilen einfach so, um einen Schuldigen, einen Sündenbock haben zu wollen. Ja. Du hast gerade gesagt, da ist noch so viel Wut. Mhm. Zorn. Ist auch Zorn in mir. Mhm. Denn, vielleicht ist das Gefühl, auf der Flucht zu sein, ich sag's mal einfach mal jetzt so aus dem Lameng heraus, ist, solange du Zorn auf den hast, bist du vielleicht auch auf der Flucht. Das kann ganz möglich sein. Ich habe so eine Wut daran, wenn so dieser Tag naht wieder, so wieder September kommt, dann denke ich, mein Gott, warum, ne? Mhm. Und dann sag ich mir, du darfst dich fragen, warum. Das haben die mir in der Therapie gesagt, frag mich. Ja. Frage nie, warum, denn die Antwort ist schon nie bekommen. Ja. Wie war denn eigentlich die Ehe? Die war gut. Die war gut. Ruhig, ne? Ruhig. Ist doch gut so. Die beiden Kinder, die sind jetzt wie alt? Ja, unser Michael, der ist jetzt 19. Ja. Und der Guido, der ist 22. Und wie stehen die zu der ganzen Sache? Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich zurückgezogen sehr, ne? Mhm. Und habe auch keinen an mich rangelassen, ne? Die leben auch nicht bei dir im Moment. Nein. Und ich habe die nicht an mich rangelassen. Und da sind wir ein bisschen aufeinander geraten. Ne? Wo lebt denn der Junge? Die sind nicht weit von mir entfernt. Ne? Einer wohnt in Dürmen. Also sie wohnen alleine schon? Ja, die sind schon alleine. Aber die machen dir auf jeden Fall keine Vorwürfe? Nein, das nicht. Und jetzt ich konnte es auch erst nicht an Weihnachten oder so, da war ich lieber alleine. Mhm. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ne? Mhm. War ich lieber alleine, als dass da jemand bei mir war. Aber da habe ich gemerkt, du musst aus dieser Einsamkeit raus. Ja, du wirst verrückt, sondern dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Ich meine, du bist Drogenberaterin. Das heißt, dem muss ich gar nicht viele Erklärungen machen, was man alles unternehmen kann. Dennoch kommt mir gerade eine Idee. Es gibt ja für alles Mögliche mittlerweile Selbsthilfegruppen. Ja. Es gibt doch bestimmt auch Gruppen, wo Menschen sich zusammenfinden, deren Partner sich auf mysteriöse Weise, sage ich mal, das Leben umgebracht hat. War ich drin. Warst du schon drin? War ich drin. Hat nichts gebracht. Doch. Aber dann habe ich wieder dann kommt dann wieder, das ist dann wieder der Nachteil, wenn man selber Drogenberaterin irgendwo ist, in so einem, wir mussten ja auch beraten, dann kam man wieder da drin, hat man sich die Sorgen der anderen angehört, ja, und selber kamst du gar nicht zum Zug. Was war jetzt der Impuls, sich bei mir hier zu melden, dass du dich hier bei mir gemeldet hast? Domian, ich habe mir das schon so lange angeguckt, diese Serien, auch als man noch lebte, ne? Habe ich mir diese Sendung angeguckt, ne? Und, aber nie bewusst, dann habe ich dich immer bewundert, dass du so auf Menschen eingehen konntest. Ja? Mhm. Dich von einem in der gleichen Sekunde wieder zum anderen wenden konntest. Und dann war das jetzt so, als ich dann angerufen habe, das ist ja schon ein paar Tage her, habe ich angerufen, da war das aber zu spät. Mhm. Und dann hat man mich heute Abend angerufen, dann dem Abend, da hatte ich ein wahnsinniges Tief. Ne? Ja. Und ich habe einfach gedacht, du musst einfach weg wieder, ne? Du musst wieder weglaufen. Ja. Ne? Ja. Und daraufhin habe ich angerufen. Hast du es verbunden mit einer Hoffnung, dass vielleicht eine Rückmeldung hier aus dieser Sendung von anderen Leuten kommt, die so etwas
vielleicht auch schon mal erlebt haben. Ja, vielleicht. Und dann habe ich heute Abend gehört, dass morgen Abend diese Sendung ist Tötung und das alles. Gucke ich mir an. Ja, Maggie, ich glaube, dass du also wenn du vielleicht nochmal den Versuch unternehmen würdest wollen, dich nochmal in eine Therapie zu begeben. Das weiß ich nicht, das hast du wahrscheinlich 100-mal schon bedacht. Ja, das habe ich alles habe ich bedacht, aber ich glaube, im Moment bin ich nicht dazu bereit. Du musst auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel jetzt finden. Ja, den muss ich finden. Und lass uns die Sendung benutzen jetzt als Plattform. Ja, das mache ich. Wir haben das, du hast es jetzt ausführlich geschildert. Mhm. Und vielleicht hat sich der ein oder andere in dem sehr wiedererkannt, was du erzählt hast. Und vielleicht kriegen wir eine Rückmeldung über Mail, domian@wdr.de. Ja, vielleicht kriegen wir irgendeinen Impuls, eine Anregung, was du tun könntest. Ja. Ich verspreche es dir natürlich, dass wir das sofort an dich weiterreichen. Ach, das wäre lieb von dir, Domian. Definitiv. Würdest du denn dennoch vielleicht ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen wollen? Ja, natürlich. Okay, dann machen wir das so. Alles, was ankommt von den Zuschauern und Zuhörern interessant ist für dich, reichen wir nicht weiter. Das ist nett von dir, Domian. Dankeschön. Liebe Maggie, alles Gute und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ja, Maggie hat gerade auch nochmal gesagt, unser Thema morgen heißt ja Töten. Ich möchte gerne morgen mit euch über Töten sprechen. Ich möchte mit Menschen reden, die selbst schon getötet haben. Mit Menschen möchte ich sprechen, die den geheimen Wunsch haben zu töten. Oder die den offenen Wunsch haben, sich selbst zu töten. Aufgrund einer Krise, einer großen seelischen Krise oder vielleicht auch aufgrund einer sehr schweren Erkrankung. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mal fast getötet wurden. Vielleicht durch ein Verbrechen, einen Überfall oder so etwas. Ihr könnt rund um die Uhr mailen und natürlich morgen ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung dann natürlich auch. Weiter geht es mit Sarah. Sarah ist 20 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo Domian. Sarah, grüß dich. Und was geht's bei dir? Also, ich bin schwer krank. Was und die Ärzte haben mir diagnostiziert, dass ich nur noch ein halbes Jahr zu leben habe. Was hast du denn? Ich habe Leukämie schon seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Mhm. Und die Ärzte haben zu dir gesagt, dass du nur noch ein halbes Jahr zu leben haben wirst. Wann haben die das gesagt? Am Montag. Am Montag. Haben sie es dir direkt so ins Gesicht gesagt oder über deine Mutter vielleicht? Nee, direkt ins Gesicht. Ich habe mit meinen Eltern keinen Kontakt. Du lebst alleine? Mhm. Wie hast du das aufgefasst? Wie hast du es empfunden? War schon ein Schock. Weil ich habe 6 Jahre um mein Leben gekämpft. Ich habe etliche Chemotherapien gemacht, Operationen. Mhm. Und irgendwie jetzt zu wissen, dass das alles nichts gebracht hat, das ärgert einen schon irgendwie. Das heißt, man kann sagen, dass du jetzt austherapiert bist, dass man nichts mehr machen kann. Ja. Das Einzige, was sie noch machen können, ist, dieses halbe Jahr schmerzlindern zu machen. Mhm. Bist du im Moment in einem Krankenhaus oder zu Hause? Ich bin zu Hause. Und hast du zurzeit starke Schmerzen? Nee, momentan nicht. Bitte? Momentan nicht. Momentan nicht. Mhm. Du hast gesagt, du hast keinen Kontakt zu deinen Eltern. Wie kommt das? Meine Eltern haben mich da war ich 5 Jahre alt, haben die mich ins Heim gebracht. Ach so. Und mit wem hast du engen Kontakt? Wer steht dir jetzt in dieser schweren Zeit oder in den letzten Jahren so zur Seite? Also momentan in der letzten schweren Zeit steht mir eigentlich meine beste Freundin zur Seite. Die ist wie alt? Die ist auch 20. Ja. Und sonst niemand? Nee. Das heißt, sie weiß es selbst auch erst seit gestern, dass ich schwer krank bin. Die beste ich habe es ihr vorher nicht erzählt. Wie, du hast ihr das all die Jahre nicht erzählt? Nee. Aber wie geht das denn, wenn du hast viele Behandlungen, Operationen, sagst du, Chemotherapien, wie hast du das denn versteckt alles? Ja, wir haben uns 2-mal gesehen. Wie 2-mal? Die wohnt in Halle. Und du wohnst ganz woanders? Ich wohne in Köln. In Köln. Und wie habt ihr euch nur 2-mal in eurem Leben gesehen bisher? Ja. Dann schreiben wir nur über Internet und telefonieren halt täglich. Hm. Und dennoch würdest du sagen, dass es deine, obwohl ihr euch nur 2-mal gesehen habt, deine beste Freundin ist? Ja. Wie kommt das, dass das so in deinem Umfeld, in Köln, wo du wohnst, dass du da keine Leute so von früher kennst?
ich kenne schon Leute von früher, aber irgendwie, ich möchte auch kein Mitleid von denen haben. Das heißt, durch diese Krankheit, die nun viele Jahre schon andauert, da warst du ja noch recht jung, als es anfing, hast du dich immer mehr so zurückgezogen? Ja. Und hast das mit dir alles alleine ausgemacht? Ja. Gab es denn früher nicht irgendwelche Betreuer noch von du bist in einem Heim aufgewachsen? Ja, aber ich war ja nur, also Ende meines 15. Geburtstag ist dann die Krankheit ausgebrochen. Ach so. Und mit 16 bin ich ausgezogen. Jetzt hast du deiner Freundin, die du erst zweimal gesehen hast, hast das jetzt erst gesagt, dass du so krank bist. Und hast ihr auch gesagt, wie ernst es ist? Nee, wie ernst es ist, habe ich nicht gesagt. Ich habe ihr halt nur gesagt, dass ich die Krankheit habe. Ich traue mich nicht, ihr die Wahrheit zu sagen. Weil du Angst hast, dass? Dass ich sie verliere, weil ich sie so lange angelogen habe. Aber du hast das ja nicht aus böser Absicht gemacht. Wie hat sie denn jetzt darauf reagiert? Hast du ihr gesagt, dass du es schon so lange hast und es ihr nicht gesagt hast? Oder hast du so getan, als wäre es jetzt gerade ausgebrochen? Ich habe so getan, als hätte ich das Ergebnis gerade erst bekommen. Wie hat sie denn darauf reagiert? Hast du denn gesagt, dass es sich um Krebs handelt? Auch wenn sich das jetzt blöd anhören mag, wo ich am Montag die Nachricht bekommen habe, ich bin auf so einer Freundesseite im Internet. Und dann habe ich unter meinem Profil geschrieben, kämpft um euer Leben, es kann zu spät sein wie bei mir. Und da war sie sehr sauer auf mich, dass ich das geschrieben habe. Weil du das vorher mit ihr nicht so besprochen hast, oder? Ja. Da war sie total sauer. Hast du jetzt sehr große Angst, wenn du an das vor dir liegende halbe Jahr denkst? Ja, schon ziemlich. Weil ich weiß es nicht, ob es wirklich nur ein halbes Jahr ist oder ob es kürzer sein kann. Hast du denn manchmal schon mal gedacht, du bist so jung, 20 Jahre alt, warum ich und warum ich als so junger Mensch? Denkst du das? Hab ich schon gedacht. Und da ist eine große, konkrete Angst auch vor dem Sterben. Liebe Sarah, jetzt tut mir das irre leid, dass unsere Sendung vorbei ist. Aber wir werden dich gleich wieder anrufen. Und wir überlegen mal, ich fände es so, so toll, wenn du noch ein paar Ansprechpartner finden würdest. Ein paar Menschen, die ein bisschen mit dir zusammen sind, mit dir telefonieren. Würdest du das gerne wollen? Ja, schon. Ja. Also die Sarah wohnt in Köln. Und wir wollen mal gucken, was sich machen lässt. Wir melden uns gleich wieder bei dir, Sarah. Okay, bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da mit dem Thema Töten. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und